Donnerstagvormittag, Zeit für einen Marktüberblick. Liebe Zuschauer, was tut sich bei DAX, Dow Jones und Co.? Das besprechen wir jetzt mit Oswald Seicher von FLATEX, uns jetzt von der Börse in Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Seicher. Ja, der DAX, der hat heute zwar mal wieder freundlich eröffnet. Es gibt ja auch gute Neuigkeiten. Laut Statistischem Bundesamt haben deutsche Firmen im vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 1,2 Billionen Euro in alle Welt exportiert. Ein neuer Rekord. Aber so richtig zieht der DAX trotzdem nicht an. Woran liegt das? Ja, Cornelia, die guten Nachrichten, die schlagen sich nicht wirklich nieder im DAX, leider. Es ist ein bisschen langweilig. Also hier in dem Chart, den ich gerade vorbereitet habe, sind wir noch relativ gut unterwegs. Zwischenzeitlich haben wir schon wieder 40, 50 Punkte abgegeben, aber wir pendeln also nach wie vor, so wie in den letzten Tagen auch schon, hin und her und kommen nicht wirklich in die Gänge. Einer der Gründe könnte natürlich sein, dass eben der Euro wieder ein bisschen stärker geworden ist. Sie erinnern sich, gestern an dieser Stelle haben wir gesagt, dass unsere Kunden wieder ein bisschen mehr in die Währungen reingehen und jetzt doch offensichtlich gestern Mut gefasst haben und geglaubt haben, dass der Euro weiter fallen wird und erstmal in die Short-Positionen rein sind. Da ist man am Nachmittag dann schon wieder ausgestoppt worden. Es war nicht dramatisch, aber doch 60, 70 Pips nach oben. Das ist bei Währungs-Daytrader natürlich schon zu viel und man ist wieder ausgestoppt worden und wieder aus der Position draußen. Also der Euro etwas stärker geworden gestern. Das lastet wieder auf dem DAX natürlich und die guten Nachrichten, wie Sie gerade gesagt haben, vom Export, Rekordexport in Deutschland, offensichtlich zu wenig, um den DAX anzuschieben. Also weiterhin Lethargie, wir pendeln ein bisschen. Was wir gemerkt haben bei den Kunden der FLATEX, dass man offensichtlich dieses, dass es nicht nach oben weitergeht, dieses Szenario dafür hernimmt, dass man ein bisschen die Stops überprüft, die man hat, und die hat man näher rangezogen. Das heißt, man lässt den DAX noch atmen, aber nicht mehr ganz so viel. Und bei der nächsten kleinen Korrektur nach unten würde man dann einfach ausgestoppt werden und die Positionen erstmal schließen, denn das Chance-Risiko-Verhältnis momentan, dass es nach oben geht, ist nicht besonders groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Korrektur nach unten erfahren, die ist allerdings da. Und deswegen sagt man, okay, man sichert nach unten hin ab, was man hat. Deswegen Stopp enger nachgezogen. Ich hatte es die Woche ja schon mal gesagt, bei den Autobauern sind wir größtenteils ausgestoppt worden. Also bei BMW, das ich als Beispiel gebracht habe, auf jeden Fall. Und wir werden nachher noch über die Banken reden. Da sind wir jetzt auch kurz davor, dass wir auch vom Bankensektor verabschieden. Ja, der Dow Jones ist auch nicht gerade ein Inbegriff von Dynamik, aber immerhin hält er sich stabil über der 20.000-Punkte-Marke. Herr Seicher, bleiben Sie weiterhin bei America First bei den Indizes? Ja, zumindest wenn man die Kunden der FLATEX hernimmt, ja, die haben ja vor einigen Tagen dahin gewechselt und sind momentan stärker in Amerika engagiert als in Europa. Und deswegen, ja, könnte man das auf jeden Fall noch beibehalten. Und wir sehen ja, der Dow Jones hat sich gestern fast gar nicht bewegt. Also er ist weniger anfällig für Nervosität, wie wir es eben im DAX gesehen haben. Da haben wir größere Ausschläge. Und wir haben ja auch noch ganz wichtige Fragen zu klären in Amerika. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben, aber es geht momentan, das wichtigste Thema in Amerika überhaupt ist ja, hat Donald Trump einen Bademantel, ja oder nein? Sein Pressesprecher hat das gestern dementiert. Jetzt gibt es aber schon Fotos, wo man Donald Trump mit Bademantel sieht und ganz viele entsprechende Photoshop-Bilder. Das ist momentan das wichtigste Thema und es geht nicht um die Wirtschaft. Und bis wir das nicht geklärt haben, wird der Dow Jones auch noch in enger Range auf die Seite gehen. Ja, für solche Reaktionen muss man das Internet wirklich lieben, Herr Seicher. Also herrliche Fotos, ich habe sie schon gesehen, ja. Wir haben schon lange nicht mehr über Rohöl gesprochen. Wie gehen denn die Kunden der FLATEX gerade mit dem Rohstoff um? Ja, das ist interessant, Cornelia, weil gerade vorgestern ist ja bekannt gegeben worden, dass die Rohölbestände in Amerika so groß sind wie selten zuvor. Wir hatten dann auch ein bisschen fallenden Ölpreis. Allerdings hat sich das heute schon wieder relativiert oder eigentlich schon im Laufe des Tages gestern. Wir sind wieder zurückgekehrt ungefähr auf die 53 US-Dollar. Und auch da, wenn man sich die Range anschaut, oben mit 55 gedeckelt und unten ungefähr bei 52 in dieser Range bewegt sich das Öl. Das ist viel zu wenig, um wirklich zu traden. Wir erinnern uns, letztes Jahr waren wir doch eigentlich das ganze Jahr damit beschäftigt, irgendwo zwischen 40 und 50 US-Dollar zu pendeln. Wir waren sogar mal etwas unter 40 und dann leicht drüber. Jetzt eine Range von 3 Dollar. Das ist für Daytrader zu wenig. Eine Richtung sehen wir auch nicht. Wir werden wohl irgendwo in diesem Gebiet bleiben. Und deswegen ist das Rohöl für die Kunden der FLATEX momentan eher uninteressant. Und deswegen spreche ich auch so selten drüber. Und wie gesagt, selbst die großen Rohöl-Lagerbestände haben den Kurs in keinster Weise oder nicht wirklich beeinflusst. Und deswegen ist das zum Traden zu langweilig. Commerzbank ist, glaube ich, nicht so langweilig zum Traden heute. Sie hat Zahlen vorgelegt, die waren noch besser als erwartet. Die Aktie ist dann auch erstmal im Plus gestartet, hat dann aber gleich wieder alles abgegeben und notiert nun mit roten Vorzeichen. Wie schätzen Sie die Zahlen der Commerzbank ein und was machen wir jetzt mit der Aktie?
Ja, wenn man sich das jetzt kurzfristig anschaut, dann sieht man, dass wir heute Morgen mit einem Gap nach oben positiv gestartet sind. Erstmal sind die Zahlen grundsätzlich gut aufgenommen worden, denn sie waren über den Erwartungen. Bei genauerem Hinsehen muss man eigentlich nur eine einzige Zahl anschauen, nämlich den Gewinn über das gesamte Jahr gesehen. Da waren wir bei 2015 über einer Milliarde und 2016 waren es 279 Millionen, also ungefähr ein Viertel davon. Und dann weiß man eigentlich, in welche Richtung das Ganze geht. Und wenn man längerfristig auf den Kurs der Commerzbank anschaut, und nur das ist eigentlich interessant, dann sieht man schon, wir haben eigentlich seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten so einen kleinen Bankenhype gehabt eigentlich. Das heißt, die Banken haben davon profitiert, gerade die Deutsche Bank, aber auch die Commerzbank, und es ging nach oben. Und jetzt sind wir wieder zurück bei der Realität. Jetzt sind alle Zukunftsvisionen schon eingepreist. Jetzt muss man mal schauen, wie geht es wirklich weiter. Ja, die Erträge waren schlechter als im letzten Jahr. Und wenn man die Perspektiven anschaut, also eine Zinserhöhung im März in Amerika schließen wir fast aus. Das würde insgesamt dem Bankensektor ein bisschen helfen, den Amerikanern natürlich mehr als den Deutschen, aber immerhin. Und das andere war eben diese Lockerung der Bestimmungen in Amerika. Diese Meldung ist auch schon draußen und auch schon eingepreist. Und in Europa wird so schnell keine Zinserhöhung kommen. Das heißt, das Kerngeschäft der Banken ist nach wie vor belastet. Also alle positiven Visionen und Ausblicke sind eingepreist. Die Realität zeigt, dass wir deutlich weniger verdient haben als in den Jahren zuvor oder im Jahr zuvor. Und deswegen geht die Commerzbank jetzt längerfristig natürlich auch nach unten. Wir haben auch die 21-Tage-Linie charttechnisch nach unten durchbrochen. Also, was ich vorher gesagt habe, unsere Kunden haben sich vom Automobilsektor größtenteils getrennt. Das wird jetzt beim Bankensektor sein. Da ist die Perspektive mittelfristig erstmal nicht so positiv. Und deswegen geht man da raus. Auch da den Stopp nicht vergessen, falls man doch noch glaubt, dass es einen Rebound gibt. Den Stopp so ca. 10% unter den letzten Hoch reinsetzen. Und wenn man ausgestoppt wird, dann ist man weg. Sollte es doch noch mal zu einer Erholung kommen, dann ist man immer noch dabei. Aber so ist es zumindest charttechnisch momentan abzulesen vom Kundenverhalten der Flatex. Doch, jetzt erstmal atmen. Ganz herzlichen Dank, Oswald Zeicher, für die Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, falls Ihnen das zu schnell ging, falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, alle Videos finden Sie unter www.deraktionär.tv.